Der erste Winter war das Schlimmste, was es gibt auf der Welt. Ich habe so richtige Eispfoten gehabt, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Markus hat recht. Ich habe keine Ahnung. Also gehe ich selbst auf die Straße, denn ich will wissen, wie sich das anfühlt. Hallo, wollen Sie vielleicht einen Donutstrudel kaufen? Sozialmagazin? Nee? Schade. Okay. In dieser Reportage geht es um das Regensburger Sozialmagazin Donutstrudel. Es geht um Markus, der seit 9 Jahren als Straßenzeitungsverkäufer arbeitet. Es geht um die guten und um die schlechten Erfahrungen als Donutstrudelverkäufer. Wie ist es denn so als Verkäufer? Wird man da, wird man blöd, manchmal blöd angeredet. Das kommt auch manchmal vor. Kannst du nicht einen anderen Job suchen? Habe ich schon durch die Kneipen erlebt. Wirklich? Da. Hallo. Ihnen ja, wollen Sie kein Magazin haben? Nee, ich habe das schon gehabt. Ach so, okay. Vielen Dank, also, das ist sehr nett. Also gerne. Ich muss kurz was auflösen. Sie werden gerade gefilmt. Ich mache einen Test für die Mittelbayerische. Ich bin eigentlich kein Verkäufer. Hier ist die Kamera. Wenn um zu verstehen, wie der Donutstrudel Menschen, die auf der Straße leben oder die ein geringes Einkommen haben, helfen kann, spreche ich nicht nur mit Markus, sondern auch mit dem Team des Donutstrudels. Aber zurück zum Anfang. Ich finde, Regensburg wirkt nach außen manchmal wie eine Disney-Stadt mit seinen mittelalterlichen Gebäuden. Aber wer hier lebt, weiß, auch hier gibt es Armut und Obdachlosigkeit. Wenn ich durch die Altstadt gehe, dann fallen mir fast immer die Donutstrudelverkäufer auf. Wir alle sehen sie, aber nur wenige wissen, wie der Job tatsächlich ist. Das ist Markus. Er verkauft die Hefte, um sich damit etwas zur Grundsicherung dazu zu verdienen. Er hat sich dazu bereit erklärt, mit mir vor der Kamera über seinen Job zu sprechen. Wir stehen jetzt hier vor Markus' Wohnhaus und ich würde sagen, ich klingel jetzt einfach mal und wir gehen rein und bin gespannt, wie der Markus so reagiert. So, Meißner. Hallo Markus. Hallo. Wie geht's dir? Super. Schön, dass wir heute bei dir drehen dürfen. Dann würde ich sagen, wir gehen vielleicht einfach mal rein ins Wohnzimmer und unterhalten uns ein bisschen über deinen Job. Kommst rein. Gehen wir rein. Schön. Mal da voraus oder hinten. Sollen wir die Schuhe ausziehen eigentlich? Nee? Sicher? Okay. Gut. Einfach, ich sehe schon weihnachtlich geschmückt, das Wohnzimmer. Für diesen Film haben wir uns übrigens alle auf Corona testen lassen. Geimpft sind wir natürlich auch. Sehr schön, Markus, dass wir jetzt uns heute treffen konnten. Dass es endlich geklappt hat. Das stimmt, ja. Ich sehe natürlich sehr oft Donutstrudelverkäufer in der Stadt. Und ich glaube aber so als Außenstehender hat man ja eigentlich keine Ahnung, wie der Job so ist. Kannst du mal erzählen, wie du überhaupt dazu gekommen bist, dass du das machst? Ich war früher in der Lebenshilfe, gebe Kurven, habe der Wäscherei gearbeitet. 13 Jahre habe ich gearbeitet in der Lebenshilfe. Mhm. Ich bin krank geworden. Mit dem Fuß bin ich krank geworden, natürlich operiert wurde ich. Und jedenfalls habe ich dann gekündigt. Mhm. War meine Entscheidung. Bereue es nicht. Wie waren denn dann die Anfänge so, also wo du angefangen hast zu verkaufen? Schrecklich. Ja, wieso schrecklich? Weil das war man nicht gewohnt. Der erste Winter war das Schlimmste, was es gibt auf der Welt. Ich habe so richtige Eispfoten gehabt, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Die Fingerkuppen, die waren, oh, ich dachte, was ist jetzt los? Ich muss jetzt mal nach Hause einen Tee trinken, weil das war. Ich habe da unten bei Norma gesessen, mhm, fast einen halben Tag und dann, also der erste Winter war das Schlimmste, was es gibt. Ja. Sommer ist besser, weil ich bin ja eigentlich ein Kneipenverkäufer, ich bin eigentlich kein Straßenverkäufer mehr, ich mache das nur durch die Kneipen durch. Mhm. Das letzte Mal, wo die Pandemie angefangen hat, mhm, wo wir da wieder verkaufen, da war ich draußen. Mhm. Ja. Und da hat es auch schon ein bisschen, aber die Leute sind ein bisschen nicht so, wie es früher waren. Durch die Kneipen geht noch, aber auf der Straße ist halt anstrengend für die Leute. Markus verkauft den Donutstrudel in Bars und Wirtshäusern. Aktuell fängt er um 6 Uhr abends an zu arbeiten. Da die Gastronomie aufgrund der Corona-Bestimmungen um 10 Uhr abends schließen muss, kann er nicht länger verkaufen. Er erzählt, dass er bis heute auch negative Erfahrungen beim Verkaufen macht. Manche würden fragen, warum er sich denn nicht einfach einen anderen Job sucht. Er musste Beleidigungen hinnehmen oder wurde angepöbelt. Manche Leute sind halt richtig aggressiv. Die Wirte sind manchmal so richtig aggressiv.
Die merkt man auch, wenn man reinkommt, wie jetzt mit dem ganzen Zeug und so alles, die ganzen Vorschriften und es ist einer schon frech geworden und hat gesagt, du kennst mich doch. Nein, ich kenne dich nicht, sei halt frei, du kennst mich. Also das erlebt man fast jeden Tag. Hm. Der Job macht mir schon Spaß, aber es zieht an die Nerven, wenn manchmal. Wie reagierst du da dann? Du erzählst einfach, warum du das machst? Oder? Genau, erzähle ich, warum ich es mache. Ein bisschen Taschengeld braucht man ja immer. Ja. Und dass man halt nicht daheim den ganzen Tag rumhockt, so gesagt. Es ist aber nicht immer so. Viele Regensburger würden sich freuen, wenn Markus unterwegs ist. Manche schenken ihm sogar Geld. Der Donaustrudel ist für Markus aber viel mehr als nur eine Geldquelle. Wie eine kleine Familie. Ja, okay. Sind wir geworden. Ja. Also ihr unterstützt euch gegenseitig. Ja, machen wir auch. Ja. Ich will den Verein kennenlernen, um zu verstehen, wie er Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, in Regensburg helfen kann. Markus und ich machen uns auf in die Altstadt. Neben dem Gabo-Kino hat der Donaustrudel seinen Sitz. Später werde ich dann selbst ins kalte Wasser geworfen. Nervös bin ich jetzt schon. Der Markus und ich sind jetzt mittlerweile in den Räumen vom Donaustrudel angekommen. Und ich sitze jetzt hier gerade mit der Laura Holler. Die Laura Holler ist Sozialpädagogin beim Donaustrudel. Laura, vielleicht kannst du mir einmal mal erzählen, für was steht denn eigentlich der Donaustrudel? Der Donaustrudel ist ein im Jahr 1998 gegründetes Projekt vom SAK-Verein. Und der ist für Menschen, die in sozialen Notlagen sind. Der Donaustrudel hat auch eine Redaktion, die ist unabhängig und betrieben von ausschließlich ehrenamtlichen Personen. Und die sorgen eben für den Inhalt der Zeitung, die VerkäuferInnen dann auf der Straße verkaufen. Als Sozialarbeiterin begleitet Laura Holler ihre Klienten zum Beispiel bei Behördengängen oder sie versucht diejenigen Verkäufer, die noch arbeits- und leistungsfähig sind, wieder in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Das klappt allerdings nicht immer. Bisher gestaltet sich das tatsächlich schwieriger. Die meisten sind ja nicht unbedingt geeignet für den ersten Arbeitsmarkt und beziehen auch häufig Grundsicherung bei Erwerbsminderung oder im Alter. Da haben wir viele Klientinnen, die auch als nicht mehr erwerbsfähig gelten offiziell und dann eben den Verkauf der Zeitungen als Aufstockung nutzen. Also einfach 100 Euro mehr im Monat sind ja auch einfach einiges. Bevor es für mich nun auf die Straße geht, um dort selbst mal den Donaustrudel zu verkaufen, erstellt mir Kang einen Verkäuferausweis. Er arbeitet als sozialpädagogische Hilfskraft im Donaustrudel. Der Ausweis bekommt seine Unterschrift und wird gestempelt, damit die Kunden wissen, dass ich ein offizieller Verkäufer bin. Kang, kannst du mir vielleicht erklären, was sind denn die Regeln eigentlich so als Donaustrudelverkäufer? Auf was muss ich achten? Erste Regel, ganz wichtig, kein Verkauf unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Mhm. So, also wir kontrollieren es schon. Ich bin ja Student so. Ich studiere noch soziale Arbeit. Hat hier mein Praxissemester gemacht, deswegen, und ich finde es hier jetzt fest zu sagen. Ich mache immer meine Stadtrunden und es ist wichtig, dass ich dann sehe, dass ihr respektvoll mit den Leuten umgeht. Also, das heißt, du guckst auch teilweise, wie die Verkäufer sich gerade so schlagen. Ja, also du kontrollierst ein bisschen. Also nicht leistungsorientiert, nein. Ja. Also ich gehe nicht hin und sage, wie viele Dinge hast du, sondern ich schaue, dass du auch hier keine Beleidigungen gegenüber Donaustrudel-Kollegen hast. Hat die Laura mal gesagt, dass alles friedlich läuft und so. Und wichtig ist, dass du dir einen festen Platz in der Innenstadt aussuchst und da auch stehen bleibst. Das ist wichtig. Also ich soll nicht den Platz... Es ist kein Flyer-mäßiges so, hier bist du, sondern du musst wirklich irgendwo stehen und die Ware, also unsere Zeitung hier, jetzt zum Beispiel, das ist von vorletzten Monat, anbieten. Mhm. Kannst du so stehen, so, aber du sollst bitte nicht, wenn Leute vorbeigehen, das anwerben. Mhm. Das ist uns sehr wichtig. Die Verkäufer erwerben den Donaustrudel für je 1,30 Euro und verkaufen die Hefte dann wieder für je 2,50 Euro. Bevor sie mit dem Verkauf in der Stadt oder in den Bars und Wirtshäusern loslegen, müssen sie sich immer bei Kang, Laura oder bei den Verwaltungsfachkräften des Vereins anmelden. Ich bekomme jetzt jedenfalls meine Verkäuferjacke. Normalerweise kriegen Neulinge so eine Jacke nicht gleich am Anfang. Aber für meinen Selbstversuch machen die Strudelmitarbeiter eine Ausnahme. Siegfried Netter, er ist Verkäufersprecher und Mitarbeiter beim Donaustrudel, gib mir da noch 10 Hefte, die ich verkaufen darf. Markus kauft sich auch einige Exemplare. Er begleitet mich zum Neupfarrplatz, um mir bei eventuellen Schwierigkeiten beizustehen. Los geht's!
Am Anfang stehe ich erstmal eine ganze Weile in der Kälte. Und fühle mich, nun ja, unwohl. Ja, das zieht sich. Die Zeit vergeht nur langsam und ich werde vor allem ignoriert. Dann werde ich mutiger und spreche die vorbeigehenden Leute an. Hallo, wollen Sie vielleicht einen Donutschudel kaufen? Ja, ich merke schon, es ist schwierig. Die erste Person, die mein Heft abkauft, kenne ich dann sogar. Hallo. I'm good. Thank you. Standing here freezing, aren't you? No, I'm fine. You're yeah. Fine. Yeah, okay. You know how who I am, right? We know each other. I know. Yeah. I came over. It's 2:50. Oh, is it 2:50? Yeah, I'm sorry. Oh no, it's okay. And it's a test, by the way. So we are shooting for the Mittelbayerische Zeitung. Ach so? Yeah. Okay. Und du wirst jetzt gerade gefilmt. Ist es okay für dich? Ja, ich glaube. Yeah. Ja, so. Er erzählt mir, dass er den Donutstrudel öfters kauft. Wollen Sie vielleicht einen Donutstrudel kaufen? Schade. Markus beobachtet mich bei meinen ersten Verkaufsversuchen. Entschuldigung, wollen Sie vielleicht einen Donutstrudel kaufen? Haben wir schon. Den Spruch kennen wir doch. Irgendwann läuft es dann gar nicht so Wollt schlecht. Wollt ihr vielleicht den Donutstrudel kaufen? Ja. Ja? Oh, das ist aber nett. Genau. Dankeschön, das ist ja nett. Hallo, wollen Sie vielleicht einen Donutstrudel kaufen? Sozialmagazin? Ach so. Zu blöd. Na, weil der wird allerweil teuer, das geht nicht über früher. Ist das so? Das wusste ich nicht. Ich dachte, der kostet schon immer 2,50. Nee. Ach so. Früher hat er mal auf 1,50 gekostet, dann hast du den Männer 2 Euro gegeben. Darf ich fragen, kaufen Sie öfters mal den Donutstrudel? Weil Sie sind jetzt gleich zu mir hergekommen und waren ja, da. Regelmäßig. Ja, das ist nett von Ihnen, ja. Was gefällt Ihnen an den Herd Dass eine soziale Initiative ist. Ja. Nach circa einer Stunde höre ich auf zu verkaufen. Mir ist kalt und ich will den Neupfarrplatz lieber anderen Verkäufern überlassen. Das Geld, das ich in der Zeit verdient habe, schenke ich natürlich Markus. Mein Fazit lautet: Es ist ein harter Job, auch wenn es jetzt nur eine kurze Zeit war, kann ich das sagen. Es ist natürlich sehr kalt, gerade im Winter. Die Leute sind teilweise schon sehr höflich und freundlich, lächeln einen an. Aber viele ignorieren einen natürlich auch und sagen, ja, ich habe den Donutstrudel schon, ich muss den jetzt nicht nochmal kaufen. Aber viele haben mir auch Trinkgeld in die Hand gegeben. Vermutlich habe ich auch einfach einen Vorteil, weil ich eine Frau bin. Aber ja, also Respekt an den Markus, der das ja täglich macht, und auch Respekt an alle anderen Verkäufer. Harter Job. Die Zeitungsverkäufer versuchen sich ein bisschen etwas dazu zu verdienen. Sie sollten respektiert werden, denn ihr Job ist nicht leicht. Ich jedenfalls fand es sehr interessant, dass ich den Donutstrudel selbst mal verkaufen durfte. Wenn euch diese Reportage gefallen hat, dann lasst uns doch ein Like da. Wenn ihr außerdem noch mehr neue Folgen von Überpfalz sehen wollt, dann abonniert unseren Kanal. Ciao und bis bald.